Wait. What was that? Did you see that? One too many. Time for a nap. Verdammt, wir sind im falschen Knopf. Verklickt. Guten Abend, hallo, ich bin. Jetzt hast du auch schon unseren Special Guest aufgedeckt. Verdammt, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Genau, Nadine, versteck dich mal. Oh, verdammt, schon wieder verlabert. Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, es ist mal wieder Zeit, lustig live zu sehen, mit unseren zwei wunderhübschen Begleiterinnen hier. Der Nadine, die wieder aus den USA wieder da ist. Und natürlich die Caro. Ich kann es kaum glauben. Genau. Und ja, mit mir. Gut, prima. Ich habe schon gerade gelesen im Chat, die Leute haben gesagt, ihr sollt es wieder jede Woche machen mit der Show. Dann, ja, lockt mal eure Freunde noch in den Channel, damit sie uns zuschauen. Dann machen wir das gerne jede Woche. Güdi, ich sehe gerade, man hört uns voll schlecht im Stream. Das ist voll kacke, sage ich mal. Okay, lass mich das fixen. Der Gesetze, was ist das, was du eigentlich machst? Wir versuchen mal auf die Headset zu schalten. Jetzt wird's witzig. Gib mir mal meine Mickey Maus Ohren. So. Sound resumed. Microphone activated. Ich hab keine Ahnung, ob man das besser hört. Aber. Kannst du jetzt mal ganz kurz schreiben im Chat, ob man uns das besser verstehen kann? Hallihallo, 1, 2, 3. Das ist echt merkwürdig. Der eine sagt Aua, der andere sagt Nö. Aua? Aua. Ja, nein. Eventuell? Okay. Bei dir hört man super. Ah. Das ist das Wichtigste, oder? Ich habe mich ja auch gerade gemutet. Okay. Dein Mikro ist auf dem Ohr. Also ich habe jetzt hier gerade aktuell alles angeschlossen und ich sehe den Pegel. Ich müsste eigentlich zu hören sein. Okay, wir gucken nochmal. Caro, Nadine gut und Norman ist leise. Ich bin leise, wie immer. Ach, verdammt. Ja, Piri hat recht. Ich habe professionelle Soundfähigkeiten aus den USA mitgebracht. Oh mein Gott. Aber ich höre mich ein bisschen doppelt. So, Ist an mir, dass man dich doppelt hört? Eigentlich nicht, ne? So, ich sag noch mal was. 1, 2, 3, Test. Da ist ein Tipp hier. Jetzt gerade nicht mehr. 1, 2, 3, Test. Aha! Okay. Ja, woran lag das? Wir überlegen mal ganz kurz. Das lag an der lieben Caroline. Die hat nämlich den Eingangs- und den Ausgangsstecker vertauscht. Bösartig. Bösartig. Norman, viel zu laut. Okay, ich mach mich gleich leiser. Moment. So. Okay, jetzt sollte es etwas leiser sein. Ja, ich denke, was wir machen müssen, ist, ihr müsst eure Mikrofone ausschalten, wenn einer von uns redet. Wir sitzen zu nah aneinander. Also zumindest die Caro, die sendet hier immer von mir aus mit, denke ich mal. Ich bin ja schon voll dabei, das alles hier versuchen. Ja. Aber ich glaube so, jetzt haben wir das noch. Ich glaube, ich rede über dich so oder so mit, also dann lasse ich meins aus. Gut, dann haben wir das jetzt. Würde ich jetzt eiskalt mal behaupten? Ich drehe dann einfach mal das Mikro ein bisschen hier zu uns in die Mitte rein und die Leute, die hören uns garantiert irgendwie. Gut. Ich würde sagen, das passt so. Ja, seid ihr alle glücklich jetzt? Ja. Und war dir, hallo, ich hatte meine Haarfarbe schon vor den USA geändert. Aber du hast jetzt so leichte Strähnchen drin, glaube ich. Ja, das liegt daran, dass es total ausgewaschen ist. Von all dem Sonnenschein und der Wärme. So sieht's aus. Na gut,
Ich glaube, nachdem wir die echten ersten technischen Schwierigkeiten so ein bisschen behoben haben, lass uns ganz kurz überlegen, was wir heute machen wollen. Und zwar hatten wir uns das so überlegt, dass wir heute mal so einen kleinen Test starten. Zum Thema, kommt doch mal zu uns ins TS und stellt uns eure Fragen direkt. Also nicht nur tippen und schreiben, sondern halt auch mal mit uns labern. Und darum haben wir das TS hier aktiviert. Und im Forum stehen die TS-Daten dazu. Und da könnt ihr gerne reinjoinen in den Channel. Und solange ihr das euch anguckt und in den Channel reinjoint, erzählt euch die Nadine mal, was so toll in den USA gelaufen ist. Der Amnon. Der fragt mich schon, wie es mir in den USA gefallen hat. Und es war echt fantastisch. Ich war ja die erste Woche für ein Training in unserem US-Büro und habe meine ganzen Kollegen mal endlich ganz echt anfassen und betatschen und bequatschen können. Und das war die Woche von Halloween. Das heißt, da stand sowieso alles Kopf. Die ganzen Teams dort haben einen Wettbewerb gehabt, wer seinen Bereich am genialsten verkleidet und eindeckt mit Spinnweben und was nicht alles. Ja, und mein Team hat gewonnen. Natürlich nur wegen mir. Wie man es von Designern erwartet. Wir haben ein sehr schönes Piraten-Geisterschiff gebaut mit Gruselbahn innen drin. Ja. War ziemlich fantastisch. Sag mal, kann man das dann irgendwo sehen, das Piratenschiff? Ich habe noch ein paar Bilder, die kann ich dir weiterleiten. Und ja, vielleicht kannst du die mal auf Facebook sharen oder so. Dann sehen die Leute, wie das in den USA abgeht. Das war genauso die Idee, ne? Dass wir mal hergehen und das dann wirklich mal euch auch auf Facebook zeigen können, was die Nadine da so gestrickt hat in den USA. Sah bestimmt witzig aus. Und dann habe ich privat noch eine Woche in San Francisco verbracht, was unglaublich tolle Stadt ist. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, in San Francisco mal vorbeizuschauen. Wer hat denn hier sein Mikro wieder angemacht? Sicher? Jetzt höre ich mich doppelt. Jetzt? Jetzt immer noch. Dann weiß ich nicht. Okay, jetzt ist wieder gut. Okay. Also San Francisco ist super toll. Es gibt so viel zu entdecken in der Stadt. Es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, die ihr alle erkunden könnt. Es gibt die super Shopping-Area, wo alles Glamour und Glitzer ist. Und dann gibt es die Ecken, wo es tausende Bars und Restaurants gibt. Und das Essen ist so gut. Aber die machen so riesen Portionen. Alles ist wirklich, ohne Scheiß, alles ist wirklich größer. In Amerika. Ich war im Supermarkt und ich wollte eine Zwiebel kaufen und die war so groß. So. Das war eine mutierte Zwiebel? Nee, die sahen alle so aus. Das ist Bio. Und man kann sich 1,3 Kilogramm schwere Buttertöpfe kaufen. Ich glaube, Bacon kommt auch so im 1 Kilogramm Plus Paket. Also Familienpakete für uns. Das ist ganz unglaublich. Und dann bin ich nach Los Angeles gefahren, schön die Straße entlang und von dort aus dann nach Las Vegas. Und das war's auch schon. Na, ja. So, dann werde ich mich mal wieder anschauen. Genau, ich muss mal mein Mikro dann immer wieder anmachen, wenn die Nadine aufhört. Sonst labern und labern und labern. Aber genau, ich bin jetzt hier dabei, eben mal zu schauen. Wir müssten jetzt eigentlich unten auch ein paar Leute haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal runter und gucken mal, was da unten so geht. Oh oh. User left your channel. User left your channel. Wir leften einfach mal den Channel. Channel switched. So. User joined your channel. Ich hab Talk Power granted. Ja, ich hab's ja auch gerade gekriegt. Ich würde jetzt einfach mal Folgendes vorschlagen. Da wir ja alle so ein bisschen hier chillig zusammensitzen und jeder von uns so ein bisschen was erzählen hat, würde ich jetzt einfach vorschlagen, jeder, der von euch gern was sagen möchte, der oder fast fragen möchte, besser gesagt, der schreibt hier unten einfach in den Channel rein und wir machen das auf First Come, First Serve Basis. Genau, und der General Dosa, der ist auch gleich der Erste gewesen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich dich habe. Genau, ich gebe dir jetzt mal eben Talk Power und dann schieß mal los. Da gesagt. Moin, moin. Moin, moin. Ja. Erstmal willkommen wieder in der Heimat. Dankeschön. Und ich habe zwei Sachen. Warte mal, ich muss mal kurz hier mal muten. Hör mich selber. Ja.
Beim Norman höre ich mich selber. Hören sich alle über eine Anachronik. Ja, okay. Das ist bei Norman. Und zwar eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist, was das Livestream von Neverwinter angeht. Also ich bin selber Livestreamer. Mir ist aufgefallen, dass Neverwinter, was die Streaming-Szene so ein bisschen angeht, echt untergeht. Also so sämtliche Rollenspiele werden viel gestreamt und auch viel geguckt. Aber Neverwinter geht da echt ein bisschen unter, was ich sehr schade finde. Mir macht das Spiel sehr viel Spaß, vor allem jetzt, wo man dann 60 erreicht hat und die ganze Instanzen machen kann und auch mit Leuten, die machen will und auch zeigen will, was kann man wie machen, welche Tricks wendet man am besten an. Und da ist halt die Frage, ihr hattet schon mal, habe ich gehört, dieses Jahr im Sommer den Versuch gestartet, verschiedene Streamer zu promoten. Wird sowas in der Art nochmal kommen? Ich fand es sehr schade, letztens habe ich gehört, dass es halt echt nicht gut angenommen wurde, was ich halt echt schade finde. Genau, okay, wahrscheinlich liegt das daran, dass es jetzt hier so ein bisschen dieses Feedback gibt, weil das, was hier bei mir ins Mikro geht, das geht auch auf den Stream und da entsteht wahrscheinlich so ein Doppler-Effekt, deswegen mute ich mich wahrscheinlich immer, wenn ihr dann redet. Aber okay, um deine Frage zu beantworten, wir haben das tatsächlich versucht, das war wirklich im Sommer oder Anfang des Sommers besser gesagt, haben wir so eine Europa-Streamer-Week angekündigt und witzigerweise war das aufgrund von einem Community-Anfrage. Also es war gar nicht so, dass wir das machen wollten, sondern das kam von euch. Wir hatten dann sogar schon die Preise alles zusammengestellt, hatten dann vorgeschlagen, wir kommen dann zu euch in den Channel rein, wir droppen dann so random in den Twitch-Chat einfach ein paar Preise rein, wir geben euch jeweils 10 Codes, die ihr dann an eure Zuschauer rausgeben könnt als ja, Belohnung oder als kleines Schmankerl. Bottomline von der ganzen Geschichte war, es haben nachher unterm Strich sich 2 gemeldet. Und der eine hat einen Tag vorher abgesagt. Und ja. Das ist jetzt für uns die Frage. Also wir sind absolut dafür. Ich bin total dabei, wenn ihr sagt, ich will das machen. Klar. Aber es muss dann halt nach unterm Strich auch funktionieren. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann man ja sowas mal machen. Ich selber mache auch manchmal so Giveaways. Also ich habe einige an Keys, die ich dann mal so als nicht, weil ich die Follower haben will. Also es muss mich dann auch keiner followen, sondern einfach als Dankeschön. Also ich finde es cool, dass ihr mich unterstützt. Und jetzt hier am Ende der Woche, ich hau mal wieder einen Key raus, habt Spaß damit, kommt doch immer ganz gut an. Was ich aber vielleicht viel interessanter finde, ist, auf YouTube habe ich eine Zeit lang mal so eine Interviewreihe gemacht und da wollte ich mal fragen, besteht die Möglichkeit, dass man einen von euch mal an die Hand kriegt, mit dem mal irgendwie eine Runde zusammen spielt, das Ganze streamt und dem dann einfach ein bisschen interviewen kann über seinen, vielleicht so ein Stück weit einen Einblick in den Job bei Neverwinter oder bei PW kriegt. Wie sieht man als Mitarbeiter das Spiel? Wie spielt man als Mitarbeiter das Spiel? Was für Eindrücke hat das alles? Es ist, glaube ich, was anderes, wenn ihr von eurer eigenen Seite euren Stream startet, da eure Themen durchgeht, die man sich so ein Stück weit als Streamer zurechtlegt, als dass, wenn man vielleicht vor völlig unvorbereiteten Fragen steht und die vielleicht beantwortet. Dadurch könnte halt auch gleich ein bisschen Promotion dazukommen. Absolut, absolut. Also das ist gar kein Problem. Wir können gerne, wir haben das auch schon gemacht in der Vergangenheit, dass wir mit Leuten zusammen auf dem Stream waren. Wir haben auch schon zusammen mit ich sag mal, Leuten, die das Game einfach nur spielen und das nicht professionell machen, sag ich mal, so eine Art kleines Mini-Interview gemacht. Wir hatten mit Zeitschriften, mit BAFT hatten wir zum Beispiel sowas schon am Start, auch wenn es da ein paar technische Probleme gab. Und absolut, am besten ist wirklich, du gehst her und schreibst entweder Dejanira oder mich im Forum an per PN und dann machen wir was aus. Kein Thema. Ja, super. Na, dann machen wir das so. Gut, dann würde ich sagen... eine Frage habe ich aber noch. Okay. Ganz schnell. Kurz, ich habe vor ungefähr 4 Wochen angefangen, Neverwinter zu spielen. Bin jetzt nicht der unerfahrenste Rollenspieler, gar keine Frage. Ich kenne das eigentliche System sehr gut. Ist es so gewollt, dass ein Anfänger in, sagen wir mal, nicht mal 2 Spieltagen auf Level 60 kommt, ohne wirklich einen Plan zu haben? Bin ich ziemlich krass.
Gewollt, gewollt ist es sicherlich insofern nicht, dass es so schnell geht, dass man durch den Content einfach durchrusht. Es ist leider Gottes eine Tatsache, dass es sehr, sehr schnell geht, in Neverwinter zu leveln. Vor allen Dingen auch die Hauptstoryline gibt halt sehr viel XP, durch, wenn man da einfach nur den, ja, den NPCs nachläuft. Und was wir halt festgestellt haben, ist, es gibt immer noch Spieler, die haben halt die Zeit nicht, die brauchen trotzdem ihre 3-4 Wochen dafür, um Level 60 zu erreichen. Und es gibt Leute, die schaffen es in 72 Stunden. Und das Ding ist halt an der Sache, wir können da halt wenig machen. Wenn wir den Fortschritt verlangsamen, dann sind die Leute, die wirklich ratzfatz spielen, die brauchen dann halt 5 Tage oder 6 Tage. Aber die Leute, die normal langsam spielen, die brauchen dann, naja, 6 oder 7 Wochen, und das ist dann nicht mehr tragbar, und dann verlieren sie die Lust, dann springen sie wieder ab. Und es ist schwierig, du hast recht, und ein Casual-Gamer und ein Pro-Gamer, das ist, da sind Welten dazwischen. Ich muss aber sagen, trotzdem großes Kompliment, dass ihr es hingekriegt habt, dass die Story sich trotzdem so gut erzählt. Also es ist nicht so, dass ich in der Zeit das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwie von der Story groß was verpasst, sondern wirklich, auch wenn man sich mit dem Universum so ein bisschen auskennt, man kennt teilweise Charaktere, man erkennt die wieder, und macht wirklich Spaß, auch wenn es schnell geht. Absolut. Gut, dann danke ich dir für deine Frage, dann schauen wir mal weiter, der nächste. Und ich melde mich dann bei euch. Alles klar. Tschüssi. Gut, der nächste wäre dann, der Piri will mit Nadine flirten. Nein, Piri, das geht leider nicht. Wobei, es wäre wahrscheinlich witzig, weißt du was? Ich glaube, wir hören einfach mal, was der Piri zu sagen hat, wenn er mit Nadine flirtet. Oha. Piri incoming. Ich bin doch so müde und gejetlaggt. Ach du heilige Scheiße, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Hi, aber, Piri. Mikrofon. Na, du? Na, selber. Hallo. Hab da gehört, du warst in Las Vegas. Ja, da war ich. Und wo warst also du? Mein Traum war es ja schon immer, in Las Vegas zu heiraten, aber nicht so mit einem Elvis und irgendwie so Blitzhochzeit-Hangover-mäßig, sondern schon etwas romantischer vom Bellagio. Oh. Bei diesen Wasserfontänen. Da kennt er sich aus. Und deswegen ist doch mein Vorschlag direkt, wenn es dich ergibt, fahren wir beide mal nach Las Vegas für eine Woche und mal gucken, ob wir unverheiratet oder verheiratet sind. Das hört sich nicht schlecht an. Und beim Pokern kann ich dann unsere Flitterwochen verdienen. Bist du gut im Poker? Ja, online spiele ich relativ viel. Offline, naja. Das geht schon. Für ein paar Millionen reicht's. Okay, alles klar. Für ein paar Millionen, da bin ich dabei. Habe ich jetzt mal mit Nadine geflirtet und bin glücklich. Juhu! Yay! Also ich warte dann, Mikrofon, ne? Auf unsere Reise. Ist klar, die wird gebucht im nächsten. Wundervoll. Okay, gut, Piri, das war ein fantastischer Beitrag, wie immer, von unserem Baguette-König. Ich sag mal danke dafür. Und danke zum nächsten, bitte. Ich glaube, das ist der Fandio. Ich glaube auch, ja, der Fandio möchte was sagen. Also, Herr Fandio, jetzt ist dein Moment. Oh, der hat sich, glaube ich, gemutet oder so. Mal gucken, ob er es merkt. Fandio. Fandio ist weg. Ach. Ja, ich bin auf jeden Fall da. Ich hatte mich... Hallo? Ja. Da. Du darfst sprechen. Ja gut, ich musste meine Kopfhörer muten, weil ich mich doppel höre. Sehr gut. Alles... Funktioniert alles jetzt? Er hat sich gemutet wieder. Er hat wieder alles gemutet. Au. Aber jetzt ist es weg, weil ich habe mein Audio aus und dein Audio. Wenn, dann müsste ich jetzt maximal über dich zu hören sein. Also Fandio, du hattest eine Frage. Wenn? Also, okay, ich höre mich zwar doppelt, aber macht ja nichts. Du musst einfach den Twitch-Stream muten kurz, wenn du jetzt hier in Teamspeak redest. Kiri bringt Baguettes mit. Dann komme ich auch. Wir machen eine Gruppenhochzeit in Vegas. Ja, genau. Bring dann Caro mal noch mit. Ja! Die gehen ja gut ab hier. Wer soll den Twitch-Channel? Fandio, damit das nicht doppelt hat. Ah, ja. Fandio, hast du deinen Twitch-Channel gemutet? Ja. Ja? Jetzt müsste das Echo dann auch weg sein. Ist das Echo jetzt nein, weg? Mach ich jetzt mal. Ja, so, jetzt. Jetzt habe ich ihn gemutet. Ah! Also, ich wollte mich noch
habe ich zwar schon öfters gemacht, ich wollte mich noch bedanken fürs Community-Treffen, war echt super. Und hoffe, dass ihr nächstes Jahr an der Gamescom auch wieder da seid. Da hoffen wir auch drauf. Dann GZ Ankaro, dass du endlich die 60 geschafft hast. Dann hoffe ich mal, dass man hier auch dich live sieht und nicht nur immer Norman im Spielen. Und mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Deswegen mal den nächsten dran. Alles klar, Fandio. So, der nächste im Programm war der Iron Speed. Iron Speed, this is your moment. Here we go. Ja, schon guten Abend zusammen. Und zwar habe ich da zwei kleinere Fragen. Und zwar geht es einmal ums Thema Malaburg. Und zwar ist mir aufgefallen, wir sind jetzt in der Gilde mehrmals über Malaburg gelaufen, in verschiedenen Konstellationen. Und jedes Mal, wenn wir einen Boss gelegt haben, kamen nur blaue Drops raus. Wie kann das sein? Ja, das ist ein Problem, das ist schon länger bekannt. Es hatten auch schon viele bei uns im Forum reportet, dass halt die Drops dort leider Gottes nur blau sind. Und das Problem an der ganzen Sache ist, wir können aktuell, bevor Module 2 launcht, nicht wirklich viel machen. Aber gut, dass ich gerade Module 2 gesagt habe. Weil wir haben heute ja gerade bekannt gegeben, dass Module 2 kommt. Und zwar genau wann? Und zwar wann? Am 5. Dezember kommt es. Und wir hoffen, ganz ernsthaft, wir hoffen, dass dieses Problem mit Malaburg, inklusive noch einigen anderen Dungeon-Problemen, zum Launch, zum Release von Module 2 am 5. Dezember behoben wird. Also Daumen drücken, sage ich mal, dafür, dass das klappt bis zum 5. Dezember. Und dann sollte auch halt die Dungeon-Instanz gefixt sein. Jetzt sind bestimmt erstmal ganz viele vom Stuhl gefallen, weil die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Die haben das gar nicht gewusst, wir haben es doch gepostet überall. Ja, heute. Natürlich, aber ich meine, wie das so ist, man kommt von der Arbeit, man muss erstmal was essen, muss vielleicht Frau und Kind noch irgendwie versorgen. Module 2 kommt! Module 2 kommt und ihr wisst jetzt auch wann. Genau, am 5. Dezember. So, okay, Aaron, deine Frage beantwortet? Ja, die erste. Was ist denn deine zweite? Mir ist aufgefallen auf dem Preview-Server, wenn man betet, diese Kiste, die man für 7 vor 7 Tagen bekommt, da waren vorher immer diese blauen und grünen Schutzsteine. Auf dem neuen Modul ist es nicht mehr. Da kriegt man nur noch Halbmonde, Fellbildfunken. Ich wollte fragen, warum das so ist und wie man dann demnächst an die Schutzsteine aus dem Zen-Shop kommen soll. Warum das so ist, kann ich dir nicht genau sagen. Das war eine Entscheidung, die durch die Macher getroffen wurde, durch die Entwickler. Wenn du da eine Frage dazu hast oder wenn du sowas wenn dich sowas grundsätzlich mal interessiert, kannst du uns auch zusätzlich immer im Forum schreiben, dann ist die Chance halt höher, dass das auch mal gelesen wird. Wir hatten jetzt zum Thema, wie komme ich an Sachen, die es im Cash-Shop oder im Zen-Market gibt, dran, schon x-mal die Frage gehabt und es ist immer dieselbe Antwort. Du kannst immer noch die Astraldiamanten umtauschen in die Zen-Währung und dann halt auch für die Astraldiamanten bzw. die umgetauschten Zen dir diese Schutzsteine holen. Dass das halt jetzt rausgenommen wird, das ist immer, liegt auch zum großen Teil daran, dass wir immer wieder Content verändern. Auch das, was im Tamalun Bazaar drin ist, wird wieder geändert. Wir haben regelmäßig wöchentlich Updates für den Zen-Market drin. Der Content ist nicht statisch, der ist nicht fix, der ändert sich halt auch. Und das betrifft halt natürlich auch das himmlische Gewölbe, heißt das, glaube ich, ja, wo man das einkaufen kann. Auch dort wird es regelmäßig Änderungen geben. Und das war jetzt die erste Änderung, ich glaube, in fast 6 Monaten. Und ob das nachher unterm Strich, und das ist auch nochmal was ich jedem mitgeben will, für alles das, was ihr auf dem Preview-Server seht, bitte seid dort kritisch, bitte nutzt auch die Chance und geht bei uns ins Forum. Wir haben ein eigenes Subforum für den Preview-Server, für euer Feedback. Wir hatten gerade heute, da hat die Caro was gepostet, da hattet ihr fandet zum Beispiel das System mit dem Enchantments nicht so gut gelungen, dass man halt jetzt Astraldiamanten für das Upgraden bezahlen soll. Wir haben das dann auch entsprechend weitergegeben und die Astraldiamantkosten wurden entfernt. Also nutzt das Feedback, geht her, sagt euch, das und das finden wir nicht gut aus dem und dem Grund, begründet es gut, wir geben es weiter an die Entwickler. Was ich sagen will ist, alles, was auf dem Preview-Server ist, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ihr habt die Chance, halt da noch einzugreifen. Deswegen machen wir euch den Server zugänglich, um euer Feedback zu bekommen. Also good. Letztendlich wäre das auch, denke ich mal, eine relativ gute Möglichkeit für dich, Iron Speed. Einfach einen Forum-Thread aufmachen. Wenn dir das nicht gefällt, dass das geändert worden ist, dann werden noch mehr Leute dazu schreiben. Wir sehen, dass die Meinung in eine Richtung geht. Und dann gibt es vielleicht sogar so ein Ergebnis wie mit den Astraldiamanten.
Okidoki. Dann würde ich sagen, ist die Frage beantwortet. Geben wir mal zum Weiter, sonst dauert das für die anderen zu lange. Ja. Gut, den nächsten, den haben wir, das ist der Amonon. Das kann ja keiner aussprechen, den Namen. Amonon. Nicht wahr, Amonon. Einfach nur Amonon. Wie Omnomnom. Omnomnom. Nomnomnom. Siehst? Ja, ich bin noch relativ neu im Spiel. Mach dich. Jetzt erst seit knapp 2 Wochen Neverwinter. Und muss sagen, das Spiel ist echt Hammer geworden. Cool. Hab auch sehr schön. Wir eure freuen uns. Anderen Streams schon teilweise gesehen. User joined your channel. Und ja, ich muss sagen, gefällt mir echt. Habt ihr schön gemacht. Top. Bin weiter so. Meine Frage ist jetzt, ist zum Endcontent. Wie geht das da so weiter? Weil ich bin ja noch relativ neu. Ja, Caro. Was ist da die Anforderung, dass das, dass man da nicht aufhört? Naja, zum Endcontent. Ja, jetzt darf ich mich auch mal entmuten. Ich hab's gerade mitbekommen. Sonst hat er dann auch immer die ganze Zeit gesprochen. Jetzt darf ich auch mal. Nein, also zum Endcontent natürlich gibt's verdammt viel zu tun, gerade so für Neulinge. Also mit Level 60 ist noch lange nicht erreicht. Ich darf es derzeit selbst auch erfahren. Da ich ja Level 60 erfolgreich übers Wochenende erreicht habe und jetzt mit den Kampagnen starte. Auch für dich wird es dann wahrscheinlich, weil du Level 60 erreicht hast, vor allem Kampagnen laufen, deine Equips sammeln, Dungeons rennen, T1 und T2 Equipment sammeln. Es gibt so viel zu tun in Neverwinter. Du bist jede Woche eine gute Stunde damit beschäftigt, mindestens. Und das für die Kampagnen-Quests. Hast du dich gemutet? Okay. Weil irgendwie war ja gerade ein derbes Echo. Ja, also und das zumindest, ja. Wie gesagt, und das ist für die Kampagnen-Quest, wenn ihr jetzt pro Tag dann noch eine Daily macht, um an 3 Diamanten zu fahren, ist das eine weitere Stunde bis eine halbe Stunde. Und dann gibt es halt Dungeons, wo es immer wieder was Neues zu erleben gibt. Und, nicht zu vergessen, Modul 2 kommt da jetzt am 5. Dezember. So, versuch's nochmal. Modul 2 kommt da jetzt am 5. Dezember. Und ja, spätestens da hast du auf jeden Fall sehr viel neue Sachen zu erledigen. Unter anderem eine neue Kampagne, unter anderem das Artefaktensystem und neue Vorbildpfade. Du kannst an deinem Charakter weiter basteln. Plus, man darf auch nicht vergessen, gerade in Charandar, auch wenn viele sagen, es ist sehr viel grindisch, ist es halt so, dass in Charandar selber mit dem Kampagnensystem, was du da auf Level 60 dann dir erschließt, du deinen Char noch weiter feintunen kannst, wo du dann halt Möglichkeiten hast, spezielle, ich sag mal Power oder Kräfte noch für deinen Char zu aktivieren, ob das jetzt extra Schaden ist oder ob das mehr Geschwindigkeit ist oder eine höhere Erholung im Kampf oder. Das ist halt, du entscheidest dich dann halt mit den einzelnen Stufen, die du freispielst in der Kampagne für eine bestimmte Fähigkeit, die dein Charter noch extra bekommt. Und da ist dann halt doch schon noch was zu tun. Ja, super. Mhm. Gut. Bedanke ich mich. Gern geschehen. Und ich glaube, der nächste wäre dann im Bunde die Eierschalen-Sollbruchstelle. Ein sehr genialer Name. Guck mal doch mal, wie der zu dem Namen gekommen ist. Das ist das Erste, was du uns erzählen musst gleich. Wie bist du zu deinem Namen gekommen? So. Oh, hallo, moin. Moin. Wie ich zu dem Namen gekommen bin, weiß ich glaube ich selber gar nicht mehr so genau. Okay. Ich sollte der Name Eierschalen Sollbruchstellen Verursacher heißen, aber leider ging nur, glaube ich, 13 Zeichen und da war Schluss. Es gab mal irgendwie so ein Gerät, das habe ich mal in der Zeitung gesehen, das konnte man irgendwie kaufen, das hieß halt so. Und irgendwie fiel mir der Name irgendwann mal wieder ein und habe gesagt, ach, das ist mal ein lustiger Name. So ist das, coole Sache. Na dann, schieß mal los, was ist deine Frage? Meine Frage ist, also ich vermisse echt ganz ehrlich in diesem Spiel, was eigentlich sehr gelungen ist, muss ich ja zugeben, bloß ich vermisse eine Sache und das ist zwar das Umskillen. Ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher GWF-Spieler und spiele eigentlich auch keine andere Klasse, außer meistens immer eine, weil ich immer das Ziel habe, halt eine Klasse zu perfektionieren. Und wie gesagt, ist es ja leider so, bei dem GWF leider, wenn du eine PvE-Skillung hast, kannst du leider kein PvP spielen. Okay. Und sich umzuskillen kostet, relativ viel Geld.
Und meine Frage ist, ob sich da irgendwas dran ändern wird, ja oder nein. Okay, das wäre jetzt sowieso meine erste Sache gewesen. Ich wollte gerade sagen, man kann doch umskillen, aber okay, deine Frage geht halt, kann man sich kostenlos umskillen? Ich würde mal sagen, ja, kostenlos, ja, schön und gut, aber 150 Cent jedes Mal für umskillen, nur weil ich jetzt sage, ich möchte jetzt mal im PvP spielen, ist, glaube ich, doch ein recht happiger Preis, muss ich es mal eben sagen. So ist das. Okay, also was ich dann denke, glaube ich, oder was dann wahrscheinlich eher in die Richtung geht, gibt es eine Möglichkeit, vielleicht in Zukunft eine PvE- und PvP-Skillung zu integrieren? Also genau. Das kann ich dir nicht beantworten. Müsste ich lügen jetzt an der Stelle? Was wir machen können, ist, wir können halt mal nachfragen, ob es da sowas angedacht ist. Ich glaube, die Antwort darauf kenne ich schon, die ist wahrscheinlich eher nein. Ob es eine Möglichkeit gibt, vielleicht irgendwo eine Art zweiten Build abzuspeichern oder so. Das wäre eine Möglichkeit. Wie gesagt, was ich halt vorschlagen würde, auch für zukünftige Ideen und Vorschläge deinerseits, nutze halt auch das Forum ab und zu mal, geh mal her und da gibt es einen Vorschläge- und Feedback-Bereich. Nichtsdestotrotz, wir können das aufnehmen, was du gerade gesagt hast, aber ja, versuch da die Hoffnung nicht zu hoch zu schrauben. Außerdem, was ich hier auch wunderschön in dem Chat gerade gelesen habe von Atreidus. Mhm. Es gibt zum 5.1. gratis Reset. Ich glaube, das ist ein klein wenig eher, oder? Ja, das mit dem gratis Reset, das ist sicherlich ein Punkt, aber er möchte ja halt doch schon irgendwie die Flexibilität haben, dass er, wenn er den Bedarf hat, umzuskillen. Und das ist halt jetzt immer, wenn wir die größeren Updates rausbringen, wenn wir halt Content-Updates haben oder dergleichen mehr, dann skillen wir halt immer, dann geben wir halt immer meistens einen Free-Reset dazu, aber ja. Ja, aber Atreidus auf jeden Fall, das ist nicht nur zu 95% sicher, das ist zu 100% sicher und das findest du auch in unserem Forum. Also ich sehe das jetzt auch gerade, ich weiß nicht, warum die Cam flackert gerade. Das ist sehr merkwürdig. Haben wir Stromschwankungen hier bei uns? Müsste das Licht doch flackern, oder? Ja, ich weiß nicht, aber ich sehe es jetzt überall hier, dass es flackert. Warte mal, ich kann mal versuchen. Nö. Also witzigerweise, ich weiß nicht, heute ist ein bisschen der Wurm in allem drin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin bestimmt schuld. Caro ist garantiert schuld, glaube ich. Lass jemand zur Frau die Technik machen. Nein. Ich habe Geister mitgebracht. Ich kann nicht sagen, woran jetzt hier gerade das Problem mit dem Flackern liegt. Ich mache jetzt mal auf dem Streaming-Rechner ein paar Sachen zu, aber ich glaube, das ist... nicht das Problem. Nee, ist es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt hier gerade flackert. Ich hoffe, es geht wieder weg. Keine Ahnung. Gut, insofern, wie gesagt, wir schauen mal, ob wir das weitergegeben kriegen, beziehungsweise ob wir da Feedback bekommen. Aber dieses Umskill-Geschichten oder solche Veränderungen in der Game-Mechanik, das ist halt immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Ja, das aber, ich lese ja gerade im Chat, wie ich da für so ein bisschen auseinandergenommen werde für die Frage. Nein, aber es fehlt halt einfach das dynamische Spielen fehlt mir einfach dadurch. Hm. Und nee, ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der so geht, deswegen. Nee, also wie gesagt, ich verstehe den Punkt, ich kann auch den Sinn dahinter hervollziehen, aber mehr als jetzt, sage ich mal, das Versprechen zu geben, dass wir das mal weitergeben als Feedback, kann ich jetzt gerade nicht machen. Ist ja kein Problem. Güdi! Gut, dann schauen wir mal, der ist der nächste im Bunde. Dup. Speedlooker. Speedlooker, wo ist denn der Speedlooker? Ja, da ist er. Ja, guten Abend allerseits. Nee. Zum Spiel, das habt ihr eigentlich recht gut hinbekommen. Nur schade finde ich, dass zum Beispiel in Malaburg die Drops, die epischen, wenn es mal episch droppt, dass die leider Account gebunden sind, also sprich Charakter, noch nicht mal Account gebunden. Bound on Equip. Dass die, wie gesagt, nur Charakter gebunden sind. Finde ich sehr schade, denn man kann es nicht weiterverkaufen. Nur leider verschrotten für billige ADs. Und zum anderen, warum ist zum Beispiel der Endboss nicht machbar? So wie der zweite Boss in Castle Never. What? Okay, ja, das hast du mit dem blauen Drops, hatten wir schon, hatte ich vorhin kurz was zu gesagt, können wir überspringen. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, was du meinst mit dem Endboss, weil du meinst, du redest jetzt vom Drachen und Velindra? Ja, genau, von dem Drachen. Muted. Und was ist da jetzt nicht genau dran machbar? Wir schaffen den vielleicht zu 50%, vielleicht auch ein bisschen runter. Und wenn wir mit einer normalen Standardtruppe gehen, ist der einfach nicht schaffbar. Man muss in dem Sinne mit drei Magiern zum Beispiel gehen und da fällt der GWF raus, weil der ist dann überflüssig, weil man da eigentlich nur den Tank braucht.
Gut, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich. Da gehst du mal auf YouTube und dann schaust du dir mal den letzten Livestream an von uns, weil da war ich mit einer Gruppe, mit der ich noch nie vorher zusammen gespielt habe. Und da haben wir genau den Boss gemacht. Da kannst du den angucken. Und wir hatten den wirklich bis auf 3 mm runter. Und warum wir den am Ende nicht geschafft haben, lag einfach an dem Vadir. Genau, du bist schuld. Du bist schuld. Du Noob. Nein. Wir hatten leider in den ersten 2 Minuten den Trickster Rogue verloren und da hat uns der DPS am Ende gefehlt. Aber schau dir bitte mal die letzte Live-Show an, da kannst du dir den kompletten Malabok Run angucken, vom Anfang bis zum Ende. 100% legit gespielt, keine Exploits. Und da siehst du ganz einfach, wie das funktioniert. Okay, und dann. Microphone muted. Der zweite Boss von Castle Nibble, warum ist der nicht machbar? Die sind alle machbar. Du, ganz ehrlich, das ist das gleiche Spiel. Den haben wir jetzt noch nicht auf dem Live auf dem Stream gezeigt. Aber nichtsdestotrotz, machbar sind die alle. Aber eigentlich müsste doch, wenn man mit einem Rüstungswert, weil zum Beispiel Castle Nibble hatten ja einen Rüstungswert von 9200. Wenn man mit einer Truppe mit 5 Leuten, die gerade mal den Rüstungswert entsprechen, kommt man noch nicht mal an den Mobs vorbei, weil die Mobs sind so strong, dass sie, wenn man nur einen Rüstungswert von 9200 hat, auseinandergerufen wird, dass man noch nicht mal den ersten Boss sieht. Ich habe schon Leute gesehen, die sind mit einem Gearscore von 18.000 rumgelaufen und die haben es wirklich, ohne Quatsch, im Thron von Isis nicht zum ersten Endboss geschafft, zum ersten Zwischenboss geschafft. Gearscore sagt nichts aus. Gearscore sagt echt gar nichts aus. Gearscore sagt einfach nur aus, wie viel schöne Enchantments du in deiner Rüstung drin hast, dass du eine T2 oder T3 Rüstung hast, dass du ein tolles Waffen-Upgrade hast oder irgendeinen tollen whatever. Es sagt gar nichts über deinen Player-Skill aus und das ist das Ding. Gruppen müssen gut zusammenspielen können und das ist einfach echt üben, 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 üben. Die Leute, die jetzt wirklich aktiv zusammenspielen, die regelmäßig zusammen solche Dungeon Runs machen, Leute, die in Gilden seit Wochen oder Monaten zusammen sind, die können dir da ein Lied von singen. Die hat es viele Anläufe gekostet, bis sie die Mechanik raus hatten. Das ist echt was, wo man einfach dranbleiben muss. Und ein Gearscore, ganz ehrlich, ist maximal eine Eintrittskarte. Es ist keine Garantie dafür, dass du den Dungeon einfach so mit links aus dem Ärmel schüttelst. Zumindest wenn du ein Legend spielst, wenn du wirklich ehrlich spielst. Wir spielen ja. Perfekt. Gut. Aber ich glaube, wie gesagt, geh einfach her, probier es weiter aus, bleib mit deinen Leuten dran und dann schafft ihr das auch. Vielleicht guckt ihr auch mal ins Forum und schaut, was andere Spieler für Tipps geben können. Ich bin mir sicher, dass da genügend Dungeon-Run-Tipps schon existieren. Vielleicht habt ihr ja was übersehen. Eine Taktik oder so. Na gut, mal nachschauen. Das war's eigentlich. Mehr habe ich eigentlich nicht. Goody, dann danke ich dir. So, aber ich muss jetzt mal echt gucken. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass das so flackert. Vielleicht liegt es an der Kamera da. Ich glaube fast nicht, weil ich hatte nämlich gerade mal eben einen Browser geöffnet bei mir hier. Und da hat er abgekackt. Leute, wisst ihr, was wir jetzt kurz machen? Jetzt flackert's gerade. Ja, das flackert wieder. Was wir jetzt kurz machen, wir starten mal ganz kurz den Stream neu. Nicht weglaufen, wir sind in 10 Sekunden wieder da. 10, 9.